Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sky Factory 4 mit mir, dem Kerl. So, wir begeben uns heute etwas in die mechanischen Sachen. Und zwar werden wir uns heute erstmal kurz hinlegen und schlafen, damit das Gewitter aufhört. Wir werden uns heute einen Lava-Generator basteln. Da gucken wir mal, was wir alles denn dafür schon haben. Nicht viel. So, gut, dass wir jetzt das hier drin haben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich brauche mal erst Slimeballs. So. Zack, zack. Jetzt brauchen wir noch einen Cauldron. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch mal das Eisen hier rausnehmen. Auch gleich mal hier rausnehmen. So, und dann haben wir wenigstens schon mal den Lava-Generator, den normalen Geothermal-Generator, Entschuldigung. Und dafür brauchen wir jetzt mal Black Concrete. Acht. Machen wir mal 8 von denen. Gravel kriegen wir ja auch auf die Variante. 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Und dann brauchen wir zweimal Coal. Ist okay. So, hüpfen und springen, kennen wir ja alles. Gut, ich hätte jetzt auch den mit der Hand nehmen können. Aber ich springe lieber, ich bin ein Springer. So. Und dann zweimal das. Zwei Eisenblöcke. Nein, den hatten wir ja schon. Nein, jetzt fehlt ein Redstone. Habe ich jetzt hier irgendwo noch Redstone rumliegen, sonst muss ich ein bisschen was zusammen craften. Eins. Sagenhaft. Und sonst habe ich hier keine Kiste weiter rumstehen. Okay. So. Und jetzt können wir den sogar schon upgraden. Na, dankeschön. So. Level up. Sehr schön. Passt. So. Mit denen können wir dann sozusagen unseren User betreiben. Wir können erstmal das hier wieder rausnehmen. Dann brauchen wir diese Kabel. Fluid Extraction Cable. Ist ja kein Problem. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht, das heißt, wir brauchen einen Dropper. Gut. White Pressure Plate. Ich bräuchte eigentlich von denen gleich zwei, weil ich würde dann lieben gerne noch einen Tank dazwischen schalten. Gold Nuggets. Gold haben wir ja auch schon hier wieder. Und wir müssen dann sogar einmal so generieren. So, wunderbar. Da haben wir gleich zwei. Tank. Singularity. Fluid Storage Tank. Wir brauchen sogar nochmal ein Obsidian und Glas. Das heißt, wir brauchen Sand. Sandy Sand. Ist ja alles kein Problem. In der Zeit können wir halt nochmal ein bisschen Lava produzieren. Beziehungsweise unser Obsidian.
Aua. Okay, es geht anscheinend wirklich nur mit einem normalen Eimer. Habe ich den reingepackt hier? Bucket? Nö. Bin ich wieder mal blind? Wäre möglich. Ich bin blind, ja, wie immer. So, da haben wir nämlich unsere zwei Obsidian, die wir noch benötigt haben. Genau, den Tank. Das nehmen wir erstmal raus. Glowstone kann raus, sind halt wirklich nur drei übrig. So, dann brauchen wir den User. Den Mechanical User. Oder Automatic User. Dafür brauchen wir einen Dispenser. Das haben wir jetzt gerade. Nein! Blaze Powder. Legen wir mal kurz hier rüber. Gut, dass wir noch eine Blaze Rod haben. Sonst wären wir jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Zack, zack. Manchmal ist halt wirklich hier so träge. Ich habe den Dispenser noch nicht gebastelt. Ne, anscheinend nicht. Ich hatte nur den Bogen gemacht. So. Dann. Müssen wir hier mal ein bisschen umbasteln. Dann werde ich den sogar noch ein bisschen zu leicht, oder muss ich den höher setzen? Hier kommt der Tank hin. Hier kommt der hin, Dankeschön. Den müssen wir sogar noch befüllen lassen mit einem Cobblestone Generator. Vielleicht setze ich den sogar eher dahinter. So dass er von hinten befüllen kann, dann mache ich einen Cobblestone Generator. Erstmal brauchen wir nochmal einen Eimer. Iron. So, einmal brauchen wir das dann für Lava und das andere dann für Wasser. Ich kann den Kabel, den Generator. So, mal noch unsere Dias jetzt rausnehmen. Die können wir jetzt hier endlich einlagern. So, Tier, das kriegt man nicht hin, da brauchen wir halt Blaze Rods. Aber ich denke mal, Tier 3 dürfte langen. Lass mal den nämlich von oben befüllen. Der braucht generell immer 10 RF pro Tick, je nachdem wie hoch wir das hier schalten.
so. Den müssen wir dann mal mit Stromkabeln bewegen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Conduits oder Ducts. Und zwar nehmen wir dann diese Leadstone. Das heißt, wir brauchen Lead. Okay, Lead kriegen wir ja auch hin. Okay, dann nehme ich mal meinen schönen Lava-Eimer. Da sind 10 Lava-Eimer drin. Okay, das befüllt gleich so. Das ist ja praktisch. Jetzt müssen wir natürlich noch anschalten. Sehr schön. Wir brauchen erstmal bloß 2 Ingots. Die geht ja wirklich relativ schnell hier durch. Okay, wunderbar. So, und jetzt gucken wir mal, können wir den so rein, genau. Und wir brauchen definitiv einen Soundmuff. Okay, Sound. Da brauchen wir nämlich diesen hier. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall... Jetzt können wir auch unser Holz erstmal hier weglegen, alles. Kriegen wir langsam wiederum Platz in der Stube hier. Und dann benötigen wir halt Wolle. String, ich glaube ich da. 71. 3, 4. Und dann den jetzt hier rein. Wunderbar. Okay, wenn wir dann vielleicht noch eine Zelle dazwischen schließen, wir nehmen jetzt einfach mal Sau. Sind hier gar nicht drin, ne? Sind anscheinend wirklich nicht hier drin, diese Zellen. Oder die müssen wir halt erst freischalten. Huiuiuiuiuiui. So. Gucken wir einfach mal, was so eine Low kostet hier. Das kann raus. Ich glaube 3 waren, ne 4 braucht man. Okay. 1, 2, 3, 4. Jetzt brauchen wir noch einen Block of Iron. Panel. Und da gab es ja eigentlich auch noch so ein Panel, um zu zeigen, wie viel man das da drin speichern kann.
Da braucht man allerdings eine Ranch. So, wir erzeugen auf jeden Fall genügend Strom, wenn es denn soweit benötigt wird. Das heißt, wir hauen das hier rein. Dankeschön. Glas kann raus. Den Eimer brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal das hier hergestellt. Speed Modifier. Ja, okay, müssen wir einen craften. Gucken wir mal. Speed Modifier, das ist dieser hier. Das dürfen wir sogar hinbekommen. Dankeschön, dann können wir das trotzdem reinlegen, weil unser Generator produziert aktuell genügend Strom für uns. Die kriegen wir jetzt auch hier gut durch. So. Das kann raus, dankeschön. Und jetzt gucken wir mal mit unseren Quests, wie wir weiterkommen könnten. Matter Overdrive. Eigentlich müssen wir gucken, dass wir irgendwie mit Mechanismen anfangen können. Wo ist hier Mechanism drinnen? Ja, hier ist ein Mechanism 1. Okay, das heißt, wir können uns wirklich langsam mit Mechanismen beschäftigen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Metallurgic Infuser. Dafür brauchen wir halt Osmium. Dafür brauchen wir halt das Osmium Ember. Jetzt nehme ich mal den Lead Ember hier raus. Dann machen wir sogar noch den Osmium Sapling. Da brauchen wir noch einen Mineral Sapling. Da haben wir auch schon einige bekommen. Okay, das geht relativ flott. In der Zwischenzeit kann ich das ja schon wieder hier einrichten. So, dass wir dann hier gleich loslegen können. Und ich sehe gerade mal wieder, ich muss mal wieder ein paar Donuts essen. Nom nom nom. Diese Brötchen mit Loch, was gerne auch amerikanische Polizisten essen, was vielleicht ein Mythos ist. Beziehungsweise, ich könnte ja mal ganz kurz hier ausmachen. Legen wir das rein. Weil umso weniger Acorns haben wir dann hier drin. Das ist ja wirklich dann, es fehlen bloß noch die zwei. Oder halt, wir suchen uns ganz einfach nach Arbeit. Im Nether. Kobalt haben wir ja schon. Da brauchen wir allerdings den Purple und den Purple gibt es halt nur durch destabilisiertes Redstone. Das heißt einfach bloß mal 10 Redstone in die Smelze hauen und Schmelze und Schmelze und dann einfach den Blue Slime Sapling drauf. Alles klar, stimmt ja. Beziehungsweise ich schalte das jetzt mal aus, da gucken wir mal ganz kurz. Es sind 6 Ingots drinnen. Die hauen wir mal per Hand raus. So. Da kriegen wir nämlich unseren Osmium Sapling, den wir gleich mal oben in den Pflanzen abbauen, alles in den Filling Kabinetts einpflanzen.
pflegen. So. Sapling sollte man schon mitnehmen, das heißt, wir können auf jeden Fall den rausnehmen. Es regnet und es ist Nacht. Schlafenszeit. Schlafen. Wird eigentlich überbewertet, aber Schlaf ist wichtig. Vor allen Dingen in jungen Jahren. Kurz gucken, da kriegen wir auch schon wieder 7 Sachen raus. Und 6 Sachen bloß. Okay. Nicht wahr, ihr Hühner? Diese heißen Chicks hier. Wirken, bis der Finger glüht oder die Tastatur bricht, je nachdem. Uiuiui. So, wunderbar. Natürlich haben wir wiederum keine Sticks bekommen. Aber die kriegen wir, glaube ich, bloß durch den Bonsai-Pot. Also die kann auf jeden Fall erstmal weg. Okay, dann holen wir uns einmal wieder Sticks. Und pflegen das jetzt Ganze mal ganz schnell ein. Vorher setzen wir natürlich den Setzling rein, nicht dass wir dann gleich wiederum alles wieder rausholen müssen, zumindest den Setzling. Manchmal ist man halt wirklich zu faul dafür. So, zack, 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 zack und wupp und zu. Wunderbar. Da kommen wir ja sogar hier schon langsam voran. Das heißt, wir könnten wirklich nochmal in den Nether gehen. Entschuldigung, bin mal ganz kurz weggerutscht. Und suchen uns nochmal noch ein bisschen Arbeit. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.